Guten Morgen. Ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst und Ihnen eine gesegnete Andacht wünschen. Und ich muss mich gleich entschuldigen, ich bin heute nicht so auf dem Damm. Ich habe mich nur aus dem Bett gemacht, damit ihr nicht umsonst zur Kirche kommt. Ich habe die Grippe und deswegen habe ich auch das Abendmahl abgesagt, damit ich euch nicht noch einstecke. Und so, bear with me, right? So, wenn da nicht viel Vernünftiges aus mir rauskommt heute. In dieser Woche folgende Veranstaltung. Am Dienstag und Donnerstag haben wir wieder die kleine Kinderschule oder Play School um 9 Uhr. Und am Mittwochabend ist Kirchenratssitzung. Am Donnerstagabend Konfirmandenstunde, wenn ich wieder auf dem Damm bin, ja. Am Freitag ist um 9.30 Uhr Mother's Morning Off. Und nächsten Sonntag Gottesdienste zur gewohnten Zeit. All die anderen Sachen habt ihr hier aufgeführt, nicht? Und die lest ihr euch schön durch. Und nun beginnen wir den Gottesdienst mit dem ersten Lied, Nummer 35. Nun singet und seid froh. Erste Lesung an diesem zweiten Sonntag nach Weihnachten finden wir aufgeschrieben im Propheten Jeremia im 31. Kapitel. Denn so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzt über das Haupt unter den Völkern. Ruft laut und rühmt und sprecht, der Herr hat seinem Volk geholfen, dem Reste Israels. Siehe, ich will sie aus dem Lande des Nordens bringen und will sie sammeln von den Enden der Erde. Auch Blinde und Lahme, Schwangere und junge Mütter, dass sie als große Gemeinde werden wieder herkommen. Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen auf ebenem Weg, dass sie nicht zu Fall kommen. Denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Höret ihr Völker des Herrn Wort und verkündet's fern auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr wird Jakob erlösen und von seiner Hand und von der Hand des Mächtigen erretten. Sie werden kommen und auf der Höhe des Zion jauchzen und sich freuen über die Gaben des Herrn, über Getreide, Wein, Öl und junge Schafe und Rinder, dass ihre Seele sein wird wie ein wasserreicher Garten und sie werden nicht mehr bekümmert sein sollen. Alsdann werden die Jungfrauen fröhlich beim Reigen sein, die jungen Mannschaft und die Alten miteinander. Denn ich will ihr Trauern in Freude verwandeln und sie trösten und sie erfreuen nach ihrer Betrübnis. Und ich will der Priester Herz voller Freude machen und mein Volk soll meine Gaben die Fülle haben,
spricht der Herr. Soweit der Prophet Jeremia. Und nun die zweite Lesung ist aus dem Brief an die Epheser im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, und wir sollten heilig und unsträflich sein vor ihm. In seiner Liebe hat er uns dazu verordnet, dass wir seine Kinder seien, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in allerlei Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er sich vorgesetzt hatte in Christus, damit er ausgeführt würde, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christus, beides, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zum Erbteil gekommen, die wir zuvor verordnet sind nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt nach dem Rat seines Willens, auf dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit, die wie zuvor auf Christus gehofft hatten. In ihm seid auch ihr, die ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Lebensweg. Halleluja. Evangelium für den heutigen Sonntag finden wir aufgeschrieben im Evangelium des Johannes im ersten Kapitel. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher, denn ich war. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist aber durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Und dies ist das Evangelium des Herrn.
Meine lieben Brüder und Schwestern, in diesem Wort, das uns als ein Leitfaden oder ein Scheinwerfer fürs neue Jahr gegeben wird, sagt Jesus, er will bei uns sein, bis ans Ende der Tage, bis ans Ende der Welt. Im Englischen klingt das so, to the close of the age, bis zum Ende des Zeitalters. Nun, ich erinnere mich an das Ende eines Zeitalters in meinem Leben. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, ich war damals noch ein Kind. Und lasst mich erst einmal davon etwas erzählen. Die meisten hier von euch haben ja auch unter Stalin mal gelebt, nicht wahr? Und ich bin unter Stalin in die Schule gekommen. Und Stalin wurde uns so beigebracht als der ganz Große. Stalin war Gott. Da war gar keine Frage. Er hatte ein Gehirn, das war so groß, das konnte die ganze Welt begreifen. Als wir Russisch lernen mussten, dann war eine der ersten Lektionen, im Kreml brennt noch Licht. Während die ganze Welt schläft und sich ausruht, da arbeitet noch der große Stalin im Kreml, damit alles in Ordnung geht, der Frieden bewahrt und der Wohlstand bewahrt wird. Für ein Kind hat das enorme Bedeutung, obwohl meine Eltern ja gar nicht so waren, überhaupt nicht. Die waren schon nicht für Hitler gewesen, geschweige denn für Stalin. Für mich war das einfach so ein allgegenwärtige Macht. Stalin war überall. Ein Superman. Und Stalin hatte auch Macht, in die Hölle zu stoßen oder in den Himmel zu heben. Es konnte passieren, Ende der 40er oder Anfang der 50er Jahre, dass plötzlich eine Familie aus dem Ort verschwand. Nun, das ist nicht so ungewöhnlich, eine Familie kann ja mal umziehen, aber das Eigentümliche war, keiner konnte darüber reden. Da war eine Nachbarfamilie und mit einem Mal war sie nicht mehr da, über Nacht. War einfach spurlos verschwunden und weder Vater noch Mutter noch Freunde wagten auch nur eine Frage zu stellen oder ein Wort darüber zu verlieren. Die Familie war weg. Nicht einmal hätte jemand das festgestellt, dass die Familie weg ist. Man war so in Furcht vor der Allmacht Stalins, der hatte zugegriffen über Nacht. Kam dann irgend so ein russischer Lastwagen und hat den Leuten gesagt, in einer Viertelstunde muss alles gepackt sein, was ihr mitnehmen wollt, ihr werdet nicht wieder zurückkehren. Das waren gewöhnlich Chemiker oder Ingenieure, Diplom-Ingenieure, die wurden nach Sibirien verfrachtet, um dort neue Fabriken aufzubauen. Die kamen erst später, als das Zeitalter Stalins zu Ende war, kamen die wieder zurück. Stalin hatte auch die Macht, in den Himmel zu heben. Er konnte auch dort, wo wirklich nichts zu essen und zu beißen und zu kleiden war, da mitten in der sowjetischen Besatzungszone, konnte der ein Paradies schaffen. Da gab es eben jene Ingenieure und Chemiker und Diplom-Ingenieure. Meisten hatten einen Doktortitel. Und da gab es diese große chemische Industrie mit ungefähr 40.000 Beschäftigten, IG Farben, und um die am Leben zu halten, um die Leute davor abzuhalten, nach dem Westen abzuhauen, wurde denen alles bereitet, das reinste Paradies. Stellt euch vor, in den Jahren, wo man nicht einmal einen Heringsschwanz gesehen hat, da kam dort ein Fischauto in die Siedlung gefahren, wo diese Doktoren wohnten, und da konntest du alles bis zum Kaviar kaufen. Diese Herren konnten sogar ein Mercedes bekommen, ob vom Schwarzmarkt oder über die Grenze von Westdeutschland, ich weiß es nicht. Jedenfalls fuhren die Mercedes und andere schöne Wagen, während wir nicht einmal Bereifung für ein Fahrrad hatten. So konnte der große Stalin sogar ein Paradies schaffen. Und dann erinnere ich mich an den Tag, als es hieß, Stalin sei tot. Und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Wie kann denn Gott sterben?
tot. Dieser Mann mit dem urischen Gehirn, mit dieser Größe, der die Welt zusammenhielt, der Macht hatte, in die Hölle zu stoßen oder in den Himmel zu heben, der praktisch alles konnte, der soll tot sein. Da ist für mich zum ersten Mal ein Weltbild zusammengebrochen. Nicht, dass ich den Mann geliebt hatte, ich hatte ihn gefürchtet, immer eine große Macht fürchtet. Ich war damals, denke ich, 11 oder 12 Jahre. Stalin ist am 5. März 1953 gestorben. Und bald danach brachen die Unruhen in Sibirien aus, in den Bergwerken und am 17. Juni in Ostdeutschland der Aufstand. Und dann kam Khrushchev an die Macht und die Entmythologisierung jener Götterfigur der großen Macht des großen Bruders begann, die schließlich vor 8 Jahren oder 9 Jahren mit dem Fall der Mauer geendet hat. Nur, meine lieben Brüder und Schwestern, sagt Jesus, ich bin bei euch immer. Wie ein ganz großer. Ich bin bei euch ganz immer, ganz dicht. Ist er bei uns so, wie der Stalin bei dem kleinen Jungen war? Wie ist das mit Gott? Gibt es da auch ein Ende des Zeitalters, wo er nicht mehr bei uns sein wird? Die Menschen haben so gedacht. Als die Französische Revolution kam, dann haben sie gesagt, Gott ist tot. Und mit einem Mal sind die Kirchen leer geworden und Voltaire hat gesagt, in 10 Jahren wird überhaupt kein Mensch mehr die Bibel kennen. Und dann in Deutschland, als die Revolution war 1918 und der Kaiser abtreten musste, der ja doch immerhin der oberste Bischof der evangelischen Kirche gewesen ist, da brach ein Weltbild zusammen. Der Kaiser weg, dann ist Gott weg, dann ist die Religion in der Schule weg und dann waren die Kirchen mit einem Schlag leer. Und da hatte natürlich Hitler und dann hatte Stalin ein leichtes Spiel. Gibt es ein christliches Zeitalter, das dann mit einem Mal zu Ende kommt und Gott wäre dann nicht mehr an unserer Seite? Nun, meine Freunde, es ist ja doch ein wenig anders. Dieses Wort, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit, bis an der Weltende, ist ein Wort des auferstandenen Herrn. Ich habe nie gehört, dass irgendeiner auferstanden wäre. Und ob sie auch gleich den Stalin und den Lenin im Mausoleum aufbewahrt haben und haben sie einbalsamiert, als könnten sie sie noch einmal zum Leben erwecken, ich habe nichts dergleichen je gehört. Zur Einbalsamierung unseres Herrn Jesus Christus ist es gar nicht mehr gekommen. Als die Frauen kamen, um das zu tun, da war er schon auferstanden. Und sie sagten ihm, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Und nun gibt der auferstandene Herr uns einen Marschbefehl und sagt, gehet hin in alle Gewalt, in alle Welt. Siehe, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sieh, meine Brüder und Schwestern, wenn wir Gott nur so ansehen wie einen großmächtigen Tyrannen, vor dem man sich fürchtet, dessen Gebote man lieber hält, damit es einem gut geht, das kann alles mal zu Ende kommen. Tyrannen sterben. Und dieser Gott könnte auch sterben, den man so sieht. Und vielen Leuten ist der liebe Gott so gestorben. Sie spüren ihn nicht in ihrer Nähe. Wenn du aber den auferstandenen Herrn kennenlernst, wenn du Jesus Christus kennenlernst aus den Worten, die er gesprochen hat, aus dem Sakrament, das er uns ja heute verweigert, aber sonst doch gibt.
dann wirst du wissen, dass du den Herrn kennenlernst, der über aller Zeit und aller Geschichte steht. Nehmt nur solche Worte wie selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Unvorstellbar ein solches Wort im Mund eines Herrschers dieser Welt. Unmöglich ein solches Wort im Munde eines der großen Götter dieser Welt, des Zeus oder des Jupiter. Da ist kein Trost. Aber aus dem Herzen und dem Munde des dreieinigen Gottes, der immer Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, da klingt dieses Wort so wunderbar und so dicht. Selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Hat doch der Vater selber Leid getragen. Nicht nur das Leid um seinen Sohn, der am Kreuz gestorben ist, sondern dein Leid und mein Leid, das Leid der Welt hat er getragen und darum kann er trösten. Oder dieses Wort, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich habe immer nur gehört, dass die Großen dieser Welt, ob das nun Stalin ist oder Lenin oder sonst einer, dass die große Schulprogramme aufgestellt haben und Schulbücher rausgegeben, damit die Leute viel lernen, damit die ein bisschen geistlich arm sind, ein bisschen schlauer werden. Unser Gott tut das nicht. Er nimmt sich der geistlich Arm an und sagt, alright, good for you. Deiner ist das Himmelreich, dir gehört das Himmelreich. Da ist diese große Barmherzigkeit und Liebe eines allgegenwärtigen Vaters am Werk. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und nun gehen wir in dieses Jahr hinein und wir wissen nicht, was es uns bringt, nicht? Ob wir in einem Jahr noch alle beisammen sind oder nicht? Oder unsere Verstand noch beisammen haben oder nicht? Oder ob das Jahr 2000 das Ende des Zeitalters der Menschen ist, wie manche denken. Wir wissen gar nichts von der Zukunft, nicht wahr? Aber eins wissen wir, ich bin bei dir. Das sagt der Herr. Das sagt der Einzige, der wirklich wachen muss, bei dem das Licht nicht ausgeht, Tag und Nacht. Im Kreml ist es zappenduster inzwischen. Aber im Himmel ist es Licht. Und dieser Herr, der so ein großes Vaterherz hat, dass er sagen kann, du sollst getröstet werden, ich will dich heimbringen, ich will dich aufsammeln, ich will dich nicht verloren lassen, ich will dich erlösen. Dieser große Vater schläft und schlummert nicht und stirbt auch hinfort nicht. Denn Jesus ist ja auferstanden und sagt nun geht in die Welt, geht ins Leben. Aber hört noch einmal den Marschbefehl. Er sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wisst ihr, man kann den Herrn Jesus Christus nicht bei sich haben, so wie eine Privatversicherung. Sondern man kann ihn nur so bei sich haben, dass man ihn weitergibt. Dass man den Trost, den man selber erfährt, einem anderen Menschen gibt. Dass man das Himmelreich, in das man sich versetzt fühlt, einem anderen Menschen bereitet. Dass man die Liebe, die man selber in Anspruch nimmt, einem anderen Menschen zukommen lässt. Geht hin und lehret alle Menschen. Treibt das Himmelreich, bereitet dem Herrn den Weg und breitet es aus, dieses Wort. Und indem wir das tun, indem wir die Liebe unter uns wachsen lassen,
uns gegenseitig herzlich gut sind, so gut und so lieb, wie der ewige Gott uns gut und lieb ist, in dem werden wir keinen Zweifel haben, dass der Herr Jesus bei uns ist, alle Tage, bis an der Weltende. Dann wollen wir aufhören, uns Gedanken zu machen über der Weltende oder über unser Ende oder über irgendein Ende der Zeit. Denn wir wissen ja, wo immer wir gehen und was immer die Stunde geschlagen hat, unser Herr Jesus Christus ist dabei. Mit seiner ganzen Kraft und seiner enormen ewigen Weisheit. Ein Gott der Liebe, des Trostes und der Erlösung. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Berechnung und Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun singen wir Nummer 37, Ich stehe an deiner Krippe hier und wir geben unser Opfer. Da wir in Gottes Namen versammelt sind und er uns geboten hat, ihn, unseren Vater im Himmel anzurufen und Fürbitte zu tun für jedermann, so lasst uns zuerst beten für die Kirche und ihre Diener.
Allmächtiger, gütiger Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast uns befohlen, dass wir dich um Arbeiter in deiner Ernte bitten sollen. Darum bitten wir dich, sende allezeit ordentliche Prediger deines Wortes. Gib ihnen dein Evangelium in Herz und Mund, dass sie deinen Auftrag treulich ausrichten und wir durch dein Wort und Sakrament gespeist, getröstet und gestärkt werden und tun, was dir gefällt. Im Namen Jesu rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Lass uns auch beten für die Kirche in ihrer Anfechtung und Not. Barmherziger Gott, blicke auf dein zerstreutes und verunsichertes Volk. Bewahre und tröste, die um deines Namens willen bedrängt und verfolgt werden. Heile die Spaltungen in der Christenheit. Tilge alle falsche Lehre, stärke, was sterben will, und gewähre deiner ganzen Kirche Einigkeit und Frieden. Im Namen Jesu rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Lass uns auch beten für die Jugend der Kirche. Allmächtiger, ewiger Gott, du mehrst und erhältst deine Kirche. Stärke den Glauben und die Erkenntnis aller, die in deinem Wort unterrichtet werden. Und gib den jungen Leuten den Heiligen Geist, dass sie deinen Namen bekennen und deinem Sohn nachfolgen. Im Namen Jesu rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Lasst uns beten für alle Obrigkeit. Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand steht aller Menschen Gewalt. In deiner Hand steht auch Recht und Gesetz aller Reiche auf Erden. Wir bitten dich, siehe gnädig auf alle, die in unserem Land regieren, damit sie ihr Amt nach deinem Willen führen. Im Namen Jesu rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Lasst uns auch beten für unsere Feinde, allmächtiger, ewiger Gott. Du hast uns befohlen, dass wir unsere Feinde lieben, denen, die uns beleidigen, Gutes tun und für unsere Verfolger bitten sollen. Wir rufen dich an, erbarme dich über unsere Feinde, überwinde Hass und Streit und helf, dass wir einander vergeben. Im Namen Jesu rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Lasst uns auch beten für alle, die in Kummer und Anfechtung, Sorge und Krankheit leben. Herr allmächtiger Gott, du verschmähst nicht das Seufzen der Elenden und verachtest nicht das Verlangen der betrübten Herzen. Siehe doch an unser Gebet, welches wir in unserer Not vor dich bringen, und erhöre uns gnädig, dass alles, was vom Bösen und Menschen wider uns strebt, nach dem Rat deiner Güte zunichte gemacht werde. Auf dass wir von aller Anfechtung unversehrt dir in deiner Gemeinde danken und dich allezeit loben. Im Namen Jesu rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Lass uns beten für das Kommen des Herrn, allmächtiger, ewiger Gott. Lass bald kommen die Zeit, da unser Herr Jesus Christus erscheinen wird. Dem mit dir und dem Heiligen Geist sei Ehre und Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht nun aus Gottes Haus in euer Haus im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und geb dir seinen Frieden. Und zum Schluss singen wir das Lied Nummer 357. Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß,
alles, was fest besteht, wenn alles hier im Staube besand und Staub verweht. Ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Warte weisen treibet und trug die klugen Welt. Ich weiß, was ewig naht, ich weiß, was nimmer lässt, mehr Diamanten macht, mehr's Gott im Herzen fest. Die Steine sind die Worte, Herr.